Stefan Kurowski, ich würde gerne am Ende des Films anfangen. Und zwar, wie viel Morgen ist denn dieses bisschen Morgen, das nach einem Tag und einer Nacht übrig bleibt? Naja, jedenfalls muss so viel Morgen sein, um eine Zukunft zu ermöglichen für jeden Einzelnen. Für die Frauen in diesem Film ist dieser Morgen wahrscheinlich Zukunft genug, ihr Leben neu zu gestalten, neu zu orientieren. Für die Männer in diesem Film, die da teilweise gegen die Wand laufen oder vor sich hin schwächeln, denke ich mir, ist dieser Morgen einfach neu zu hinterfragen. Sofern Sie noch die Chance haben, ihn zu hinterfragen. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass Sie sich das selber auch wegnehmen oder wegnehmen lassen, ne? Diese Form der Reflexion oder dieser Neubeginn, weil Sie vielleicht davonlaufen, weil Sie aufgeben, weil Sie nicht genau hinschauen. Ja, könnte man in dieser Behauptung in diesem Film sicher sagen. Diese Männer, die der Film zeigt, sind ja in unterschiedlichen Altersstufen, unterschiedlichen Lebensstadien. Preisel, die Hauptfigur, der Hauptmann in diesem Drama, der möchte sich überhaupt vom Leben verabschieden, in einer ganz seltsamen, leichtsinnigen, seltsamerweise Art und Weise. Er tut es dann auch ohne Gnade für sich und die Umwelt. Während die beiden anderen Männer, die man sieht, eher gegen die Wand laufen oder einfach stecken geblieben sind in ihrer eigenen Entwicklung. Es ist ja überhaupt ganz interessant, dass ausgerechnet ein Mann in deinem Alter einen Film macht über Frauen und Männer, in dem also in deinem Alter, sage ich jetzt, in deiner Generation, das meine ich so, nicht vom Alter, sondern die Generation, in dem die Frauen so gut aussteigen, so kämpferisch sind, so stark dargestellt werden und die Männer eher die sind, die schwächeln. Das ist sehr selbstkritisch deiner eigenen Geschlechtergruppe gegenüber. Ja, sicherlich. Da spielen sicher meine eigene Lebenserfahrung mit, also was ich selbst als Mann erlebt, durchgemacht, erlitten, mir erkämpft oder verloren habe auf diesen verschiedenen Lebensentwicklungsstufen. Und hat auch damit zu tun, dass es natürlich auch eine Umwelt gibt, ein Umfeld gibt, wo man beobachten kann. Mehr kann man ja nicht als beobachten, vielleicht dort und da für sich selbst Schlüsse ziehen. Und dann gibt es ja auch die Literatur. Und fasziniert hat mich eben ein Theaterstück, kann man vielleicht sagen, ein Einakter. In der Form, dass ich mit dem Auto zu einem Termin unterwegs war und unterwegs ein Hörspiel gehört habe, Ö1, das mich so fasziniert hat, dass ich diesen Termin eigentlich dann vergessen habe fast und irgendwo stehen geblieben bin und mir das unbedingt habe zu Ende hören müssen. Nämlich dieses Phänomen, ein Mensch sagt zum Leben Ade, spontan oder nicht, man weiß es nicht, und nimmt keine Rücksicht auf die Möglichkeiten, die das Leben sonst bietet. Also ein Phänomen. Gleichzeitig habe ich in der Zeitung gelesen, dass es in Japan ein Phänomen gibt, wo tausende Menschen, meistens Männer es sind, die lautlos am Arbeitsplatz in sich zusammensacken und sterben. Keine Ahnung, warum das so ist. Also dieses Phänomen, dass man eigentlich im Leben funktioniert, am Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Familie, in der Gesellschaft und innerlich man vielleicht aber ein Monstrum ist bereits oder stecken geblieben ist in seiner Entwicklung. Und so eine Figur dürfte da mir begegnet sein in diesem Hörspiel, die hat mich also total tief berührt, wie überhaupt so etwas möglich ist. Also ich wollte das weiter für mich weiter beobachten. Du hast aber dieses Stück nicht eins zu eins in einem Film umgesetzt, sondern du hast bestimmten Protagonistinnen in erster Linie einfach mehr, ein bisschen mehr Raum gegeben, als sie ursprünglich in dem Stück haben. Was hat dich daran fasziniert, an diesen Frauenrollen? Vor allem an der, jetzt habe ich den Namen schon Halbjahr, wieder, Karin Halbjahr. Ja, zunächst war es ja ein Einakter, Hörspiel, zwei Personen in einem komplett engen Raum, ein Bürolein,
kann man fast sagen. Ein Buchhalter, eine Sekretärin. Er eröffnet, er will sterben. Sie versucht ihn zurückzuhalten, gesteht ihm die Liebe. Sie berühren einander kurz mit einem Kuss. Mehr entsteht nicht. Und dann gibt es auch noch in dieser Stückfassung zwei Schlüsse, die mich fasziniert haben. Zwei Alternativen. Die eine Alternative: Halbherr geht, kommt wieder zurück und will verhindern, dass er sich umbringt. Er geht ans Fenster und tötet sich, indem er hinunterspringt. Zweite Alternative, die mir besser gefallen hat: Halbherr kommt zurück und zwingt diesen Mann in die absolute Defensive, weil er es bis jetzt noch nicht getan hat, nämlich aus dem Leben zu scheiden. Und sie erschießt ihn gnadenlos und sagt dann auch noch beim Hinausgehen: gut, gut. Also, ich habe mich einmal grundsätzlich interessiert, wie weit ist es möglich in so einer Situation, dass Menschen sich einander nähern. Peter Stamm, der Schweizer Urautor von dieser Geschichte, Fremdgehen, ist so weit gegangen, dass er sie kaum hat sich berühren lassen. Ich wollte untersuchen, das war für mich das Spannende, wie weit ist es möglich, dass die einander so nahe kommen wie noch nie in ihrem Leben zuvor. Sie kennen ja die Liebe nicht, sie kennen die Berührung nicht. Wie weit kann man das treiben? Das war für mich der erste Ansatz, das war schon vor 10 Jahren, also so um 2000, 2001 herum. Da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit dem Schweizer Autor aufgenommen und ihn versucht auszufragen, was hinter der Geschichte noch steht. Natürlich konnte ich da nichts herausbringen, also musste ich selbst untersuchen und habe entdeckt, dass selbst wenn so eine Person wie dieser Preisel, dem sein Geheimnis man ja überhaupt nicht näher kommen kann, selbst wenn der in eine Liebesgeschichte verstrickt wird, also das heißt, ein Mensch sich ihm öffnet und sich hingibt auch, körperlich, sinnlich, mit dem ganzen Erfindungsgeist einer liebenden Person, dass selbst dies, also so habe ich erlebt beim Schreiben dann, nicht mehr zu retten ist. Das heißt, es gibt in dieser Geschichte für mich zumindest keine Möglichkeit der Selbsterlösung sowieso nicht, aber auch der Fremderlösung nicht. Also diese Frau scheitert in ihrem Vorhaben, diesem Mann das Leben zu retten und sich selbst einer großen Liebe hinzugeben. Das erzählt eigentlich dieser Film für mich dann letztlich. Und ich denke, das geht auch über die Grundgeschichte hinaus. Mhm. Und dass diese Geschichte dann für mich natürlich in einem realen Umfeld verankert sein muss, das war für mich auch klar. Vorher war es so eine Satellitengeschichte. Man konnte nicht mehr genau orten, wo das stattfindet und wann. Jetzt wurde für mich natürlich klar, wenn es so radikale Maßnahmen gibt, die dieser Mensch da ergreift und dass man auch gar nicht verstehen kann wirklich, es ein realistisches Umfeld geben muss. Also andere Personen, die im Kontakt, in Beziehung stehen zu diesen beiden Personen, damit das überhaupt noch glaubwürdig bleibt. Mhm. Einerseits eben die Personen, die dieses Umfeld bilden, andererseits eine reale Umgebung, die, finde ich, sehr, sehr schön immer wieder auch reinkommt. Die Stahlstadt Linz, die Vöst Linz mit all ihren Farben, vor allem in der Nacht. Wodurch aber wieder fast wieder diese Satellitengeschichte hergestellt wird, weil sie ja so unwirklich wird. Also ich habe mich manchmal erinnert gefühlt an, wie heißt der, Total Recall, ist das, was da am Mars sind mit Arnold Schwarzenegger, ich glaube Total Recall ist das, wo du draußen immer diesen roten Planeten hast, Mars, also wo klar ist, da draußen ist einfach nur Verdammnis und Tod und die einzige sichere Hülle quasi ist in diesem, also du musst in diesem Raum bleiben, du musst da drinnen bleiben, du darfst dich nicht rausbewegen, an das hat es mich fast ein bisschen erinnert teilweise. Und nämlich auch, wenn man es umliegt, diese Vorstadt, diese trügerische Vorstadt-Idylle, wo ja der Michael zu Hause ist mit seiner Familie, der die Kathi als Liebhaberin hat, also das ist ja auch so was unwirklich Wirkliches, was einfach so einen ja auch töten kann, ne? So eine Umgebung. Ja,
Also es ist ein Spiel eigentlich immer mit etwas, was auf der einen Seite an der Oberfläche schön sein kann, bemerkenswert sein kann, aber was immer so eine ganz tiefe, fast unsichtbare dann Zerstörung aber auch in sich birgt. Ne? Ja, das ist dieses Innen und Außen, worauf es mir auch sehr stark angekommen ist. Also dieses abgeschottete Innenleben, könnte man sagen, das nichts nach außen verrät, und dann eine Außenwelt, die einfach vor sich hin trödelt, also die einfach über die Zeit in sich funktioniert und perfekt ist. Und es gibt ja auch diese Momente, wo Halbherr dem Preisel diese Welt auch zeigen möchte, indem sie ihn wie in einem Kino, wie in einem Theatersaal Platz nehmen lässt und ihm dann eine Welt eröffnet, die er vielleicht so noch nicht gesehen hat, nämlich ganz einfach diesen Anblick dieser Industriestadt. Mit dem Lärm, mit dem Pulsieren, mit den Maschinen, die man dahinter vermutet, mit den Menschen, die damit verbunden sind. Und man hat also das Gefühl, dass er das vielleicht auch für einen Augenblick aufnehmen kann, dass er einen Teil ihrer Wahrnehmung teilt, aber letztlich sich wieder zurückzieht in eine Höhle, die er wahrscheinlich in seinem Leben noch nie verlassen hat. Und dieses zweite Öffnen, dieses zweite Zeigen ist so dieser kitschige Strand, den man sich vorstellt, also mehr oder weniger Südseeleben. Sie wünscht sich mit ihm an einen Ort, wo Liebe möglich ist. Das ist in ihrer kitschigen Vorstellung selbstverständlich Meer und Wasser und Wind und Möwen. Und mit dem kann Preisel letztlich dann überhaupt nichts anfangen. Das heißt, auch jetzt für mich als kleines Conclusio, wenn man das überhaupt sagen kann, dass selbst das Vorspielen oder das Vorgaukeln oder das Erfinden für jemanden anderen nicht unbedingt zum Ziel des Erfinders führen muss, kann, darf vielleicht sogar manchmal.